Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen wunderschönen Adventskalender für euch, der mir ein bisschen The Body Shop Vibes gibt. Und zwar habe ich hier den Douglas Luxury Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, dieses Jahr haben wir das nicht als Schmuckkästchen in dem Sinne, wie es halt vorher war, sondern wir haben dieses Tray hier auch noch mit drin. Ich weiß nicht, ob dahinter noch ein Spiegel... Oh, Leute, dahinter ist noch ein Spiegel. Doch, es ist ein Schmuckkästchen nachher. Wie cool ist das denn bitte? Okay, ja, das finde ich wirklich nice. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ja, also den gibt es jetzt bei Douglas zu kaufen. Da sind Douglas Eigenmarkenprodukte drin. Und dieser Freund hat 44,99 gekostet. Mensch, Link dazu ist in der Infobox. Und ja, nicht nur ich stelle ihn jetzt gerade vor, sondern auch die liebe Nicole von Chiquitas Place, denn wir haben uns den beide gekauft und wollten den jetzt gerade online stellen. Und solltest auch du Teil der Crew werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal. Das wird mir echt helfen und mich sehr, sehr freuen. Ja, die Schublade stelle ich dann vor mich. Und da kann ich da auch einzelne rausnehmen. Und dann starten wir mal am 1. Dezember. Finde ich schön, dass es Boxen sind, sonst hatten wir ja quasi so Einlegegeschichten damit bei. Und das Ganze startet mit einem Lippenstift in der Farbe Rose Nude. Den haben wir jetzt ja schon ein paar Mal häufiger in den Douglas Adventskalendern gesehen und ich glaube auch letztes Jahr. Aber es ist halt einfach eine tragbare Farbe, man kann es nicht anders sagen. Ein wunderschöner Nude-Ton, der halt so ins Rosastichige geht, aber ich mag es sehr, sehr gerne. Der 2. Dezember ist ein bisschen leichter. Oh, guck mal, Pflege haben wir hier auch drin und der ganze Adventskalender riecht richtig gut. Vielleicht, weil der neben dem Spa Deluxe stand, man weiß es nicht. Hier haben wir auf jeden Fall Douglas Naturals, dieses Organic Pink Pomelo and Holy Basil, ein Gentle Face Scrub mit 10 Millilitern drin, also ein Gesichtspeeling. Ich persönlich bin ja eher Fan von chemischen Peelings oder Enzympeelings. Ich mag das mit diesen Peeling-Partikeln nicht mehr so gerne auf meiner sensiblen Haut. Aber ja, wer es mag, ne? Ansonsten, wenn du halt kein mechanisches Peeling im Gesicht verwenden möchtest, kann man das auch zweckentfremden für den ganzen Körper oder so oder für ein Bein. Selbstverständlich auch mit dabei ist eine sehr flache Nummer 3. Oh, guck, das können wir auch schon. Also bislang hatten wir dann auch nur Produkte hier in diesem Adventskalender, die wir halt auch schon in anderen gesehen haben. Da weiß ich persönlich jetzt noch nicht, was ihn luxuriös machen möchte. Hier haben wir die Nummer 4 und so sieht übrigens das Design von der Schublade aus. Also das wird dann halt quasi nochmal aufgegriffen, also das Außendesign quasi. Und ja, in der Schublade unten drin sind die Boxen auch ein bisschen tiefer. Hier haben wir einen Nagellack drin, das ist so ein schöner, ja, Sweetie Pink nennt er sich. Es ist aber für mich eher so die Farbe Leberwurst in etwas roséstichig quasi. Ja, so sieht er aus, ist eine Originalgröße und darf auch in diesem Adventskalender irgendwie nicht fehlen. Der 5. Dezember ist ein bisschen praller gefüllt und hier haben wir Pflege drin enthalten. Und zwar aus der Citalasso-Reihe La Résistance, ein ja, Körperwaschprodukt. Körperwaschprodukt ist auch toll, ne? Mit Bergamotte und Meeresmineralien, da sind 50 Milliliter drin enthalten. Und das ist ein Duft, den ich persönlich als Unisex bezeichnen würde. Finde ich sehr, sehr angenehm. Hier halte ich jetzt Nikolaus in meinen Händen, also den Nikolaustag. Und da drin befindet sich eine Lidschattenpalette. Auch das ist jetzt kein Überraschungsprodukt, glaube ich, ne? Das ist eine schöne 6er-Palette, die etwas dunkel unterwegs ist, aber trotzdem eine sehr, sehr schöne Palette ist. Ich denke, viele werden sich darüber freuen, wenn man damit so Smoky-Eye-Looks schminkt oder so, ne? Ich persönlich hätte hier gerne noch einen etwas helleren Schimmerton drin gehabt, weil so ist die halt wirklich sehr, sehr dunkel. Der 7. Dezember. Hier haben wir einen Lippenbalsam drin in der Originalgröße und zwar mit 15 Millilitern. Und das sieht natürlich richtig süß aus, wie so eine Zuckerstange. Finde ich auch echt hübsch gemacht, muss ich wirklich sagen. Und das ist einer, den man so rausdrücken kann und dann halt ja so einen leicht rötlichen Touch wahrscheinlich bekommt, weil du hast dann ja quasi das Rot, was sich mit dem Weiß vermischen wird. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir einen Liquid Eyeshadow in der Farbe Chestnut drin. Das dürfte auch dann eine Originalgröße sein. Also ich finde, die hätten hier wenigstens andere Farben reinmachen können, oder? Sehe ich das irgendwie falsch? Weiß ich nicht. Mal gucken. Also flüssiger Lidschatten kann sehr, sehr gut sein, sofern er nicht jetzt irgendwie in die Augenfältchen rutschen möchte oder so, ne? Die sind meistens nämlich relativ haltbar.
Auch in der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendwas Flaches freuen. Ich glaube, hier ist ein Puffel drin, also ein Powder Puff. Ja, und zwar so ein wunderschöner in einer Spitzenform. Das mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Huch, und der ist auch richtig schön blau. Und damit kommt man halt sehr schön unter den Augen oder halt so, ne, Nasolabialfalte und so weiter rein. Benutze ich ständig. Finde ich echt gut, dass es mit im Adventskalender drin ist. In der Nummer 10 darf es quasi in der Schublade hier unten weitergehen. Und hier haben wir auch wieder Pflege drin enthalten für die Haare. Salon Hair Volume and Strength. Das Shampoo mit 30 Millilitern haben wir hier drin enthalten. Ja, finde ich gut. Ist eine schöne Reisegröße. Und dass halt einfach auch Douglas verschiedene Produkte aus deren Pflegereien so mit reinbringt, finde ich auch sinnvoll. Ne? Weil die gehören halt auch mit zum Sortiment. Und die wollen sich ja wahrscheinlich auch einfach mal in so einem Adventskalender etwas repräsentieren, dass man halt auch als Neukunde sieht, was haben die eigentlich so. Ne? Finde ich eigentlich auch ganz interessant. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, enthält was Leichteres. Okay, hier haben wir eine kleine Tube drin. Und zwar habe ich hier die Organic Lavender aus der Douglas Naturals Reihe, ne? Hier eine regenerierende Gesichtsmaske mit 10 Millilitern drin. Und sowas mag ich auch immer ganz gerne. Ich verwende solche Gesichtsmasken super gerne. Das ist übrigens, ja, mit Lavendel, genau. Morgens, ne? Wenn ich meine Zähne putze, kann die schön einwirken. Das finde ich immer ganz praktisch. Halbzeit, die Nummer 12, halte ich hier in meinen Händen und selbstverständlich darf auch in diesem Adventskalender ein Lip Liner passend zu dem Lippenstift nicht fehlen. Das ist auch der Contour and Reshape Lips Lip Liner. Ich denke auch in der Farbe, nee, doch nicht, das ist eine andere, 01 Lovely Brown. Ach, guck mal, ich hätte jetzt auch gedacht, das ist dieses Nude Rose Ton, dieser Nude Rose Ton gewesen wäre. Nee, nee, da überraschen sie uns, wobei das passt halt auch sehr, sehr gut zum Lippenstift. Also das wird exakt die Farbe sein. Die Hälfte des Adventskalenders steht vor mir und wenn die halt schon so viele unterschiedliche Adventskalender machen, meine Meinung, ne, dann sollten die doch halt auch irgendwie andere unterschiedliche Produkte reinmachen. Vielleicht soll dieser Adventskalender halt einfach eine Kombination aus allen anderen sein, aber dafür weniger Füllprodukte. Man weiß es nicht. Das werden wir am Ende des Adventskalenders sehen, ne? Aber so denke ich mir, ja gut, hast du jetzt auch schon irgendwie anders gesehen und kriegst du dann auch woanders vielleicht günstiger? Hier befindet sich nun eine flache Nummer 13 in meinen Händen und sie ist etwas schwerer unterwegs. Oh, hier dürfen wir baden. Die habe ich gerochen. Jo, das ist ein sehr intensiver Duft, aber ich mag's. The Palace of Orient habe ich hier als Badefilzer mit 25 Gramm. Ja, finde ich gut, dass sowas mit drin ist, weil das halt auch nochmal so ein bisschen dieses Spa-Feeling hier mit reinbringt und den Adventskalender halt, ja, nicht nur zu einem Make-up, sondern zum einen rundum Wohlfühl-Adventskalender quasi machen möchte. Am 14. Dezember lächelt uns ein sehr verliebtes Pärchen an, welches hier durch den Weihnachtshimmel schaukelt. Ein Lipgloss habe ich hier drin enthalten, Glittery Amber, der ist wunderschön. Also wirklich so ein sehr schönes, dunkles Braun und da sehen wir eher so hellere, silberne Sparkles drin. Also das mag ich sehr gerne leiden, finde ich auch hübsch. Doch, das passt zu diesem Vibe definitiv, aber auch das wieder ein Produkt, was ich schon mal in meinen Händen gehalten habe bei diesen ganzen Unboxings. Aber vielleicht ist das am Ende hier auch die Creme de la Creme. Das werden wir gleich noch sehen. Der 16. Dezember ist echt schwer. Das ist übrigens der 15. Lesen kann die Frau nicht. Oh ja, darüber freue ich mich immer sehr, wenn die das halt machen. Dazzling Nature, da habe ich eine Kerze drin mit Pinie und Patchouli, 30 Gramm, auch von Douglas selbst, ne? Finde ich toll. Also ich mag solche kleinen Kerzen. Das ist ein ganz toller Tannenduft. Das mag ich richtig gerne. Das passt in einen Adventskalender. Wenn ich auch selber welche packe, mache ich super gerne auch so kleine Kerzen ab und an mal mit rein, ne? Das ist schön. Ja, selbstverständlich habe ich mir auch den von Juwelkerze bestellt, Leute. Seid gespannt, ne? Ob die jetzt zum dritten Mal in Folge den gleichen Adventskalender rausbringt, das glaube ich nicht. Auch der 16. Dezember scheint einen Stift zu beinhalten. Und hier haben wir einen klassischen Kajal, also quasi den Intensity Eye Pencil Waterproof. Und zwar mit Sharpener, also mit Anspitze haben wir hier auch noch hinten, in Waterproof. Und das ist ein Schwarz. So schaut der aus. Das ist erfreulicherweise einer zum Hochdrehen. Ich glaube, das freut viele von uns, ne? Das kann man hier halt so abziehen. Und dann hast du hier die Mine, die man hochdrehen kann.
Und damit kann man sich ein Smoky Eye machen oder man kann sich damit einfach so die Wasserlinie schwarz machen. Finde ich ganz hübsch. Also sowas ist oft in Adventskalendern drin und eigentlich auch echt gut dort aufgehoben, weil viele das auch so verwenden. Und schwupps, sind wir schon eine Woche vor Heiligabend. 17. Dezember ist jetzt hier und da haben wir auch ein bisschen Nagelpflege drin enthalten. Das Nail and Cuticle Oil, also quasi ein Nagelpflegeprodukt, was man für die Nagelhaut verwenden kann, aber auch gleichzeitig die Nägel pflegt, sofern du jetzt auf den Nägeln nicht unbedingt Nagellack, Nagelfolien, Gellack oder sonst irgendwas drauf hast, Shellack, ne? Und genau, ansonsten würde ich es aber halt für meine Nagelhaut so nehmen. Und vor allem an den Füßen kommt das bei mir immer echt gut. Kleiner Gamechanger, was so eingewachsene Zehennägel bei mir tatsächlich anging. Also da hatte ich Ewigkeiten immer Probleme und seitdem ich Nagelöle verwende, ich klopfe auf Holz, ist das alle viel besser geworden. Okay, wir sind jetzt in der Weihnachtswoche und ich halte hier den 18. Dezember in meinen Händen. Auch hier haben wir wieder ein bisschen Pflege drin enthalten und das finde ich auch sehr, sehr passend. Das ist ein reinigendes Micellenwasser, Organic Cornflower and Aloe Vera. Da haben wir 30 Milliliter drin enthalten, denn wenn man einen Make-up-Adventskalender hat, der auch Pflege beinhaltet, dann gehört hier definitiv auch so ein erster Schritt des Double Cleansings hier mit rein, sodass man das Ganze auch wieder abwäscht am Ende des Tages oder halt auch am Morgen, bevor man seine Pflege beginnt. Hier habe ich jetzt den 19. Dezember. Oh ja, ich weiß, viele verteufeln die. Ich finde die großartig. Hier sind Blotting Paper drin, aber die musste ich auch erst im Laufe der Jahre lieben lernen. Das heißt, du hast hier einfach so ein kleines Schächtelchen, wo man hier das so aufmachen kann. Und dann hast du hier Blotting Paper drin enthalten. Verwende ich halt sehr, sehr gerne, wenn ich hier so meine Drehtage habe, dass ich dann so zwischen den Videos auch einfach mal so ein bisschen überschüssiges Öl runternehmen kann, mich nachpudern kann. Da habe ich hier mein fantastisches Nabla Close-Up Powder aktuell liegen. Und sehr empfehlenswert. Da sind wir schon im 20er Bereich. Herzlich willkommen, Leute. Es ist jetzt hier der Endspurt Richtung Heiligabend und es war klar, dass wir hier auch diesen Blush drin haben. Nur leider muss ich an dieser Stelle sagen, dass ich den viel zu hell finde. In der Farbe Sweet Pink haben wir nämlich einen Liquid Blush hier drin enthalten. Den hatte ich euch auch bei einem Adventskalender-Unboxing schon geswatcht. Ich finde ihn einfach viel zu hell. Ich bin ja schon vom Hautton her sehr, ich sag mal, fast transparent, ne? Und wenn man den bei mir schon fast nicht sieht, dann siehst du den woanders noch viel weniger. Den kann man dann vielleicht verwenden, wenn man halt diesen Adventskalender bekommt oder wenn man sich aufgrund der anderen Produkte kauft und dieses Produkt nicht wegschmeißen möchte, gegen Augenschatten. Da hilft sowas ganz gut. Ihr kennt das ja zum Beispiel, wenn man auch diese rosé-stichigen Concealer hat, ne? Kannst du halt diesen Blush auch zweckentfremden. Entweder pur direkt aufs Gesicht oder reinmischen in den Concealer, ne? Hier habe ich jetzt den 21. Dezember und da haben wir auch wieder Pflege drin enthalten. Und zwar ist das der Volume and Strength Conditioner for Fine and Flat Hair, also für feines und plattes Haar. Auch da sind 30 Milliliter drin. Das macht also den Luxury Adventskalender aus, weil wir hier Shampoo und Conditioner drin haben. Okay, aber finde ich toll, weil so hat man dann beides zusammen, auch wenn es relativ weit auseinander ist, ne? Aber kann es dann halt auch in Kombination verwenden. Bei der Nummer 22 steht drauf Feel the Love und ich bin mal gespannt, womit es mich die Liebe fühlen lässt. Aha! Deswegen bist du also ein Edel, sprach der Wedel Adventskalender. Feel the Love ist nämlich auch ein Parfum von Douglas. Pink Peppercorn and Madagascar Vanilla Accord Eau de Parfum. Das ist nur eine kleine Größe, aber wir testen das gleich mal. 5 Milliliter habe ich hier drin enthalten. Das finde ich schön. Also für mich hört sich das auch nach einem Duft an, den ich mögen werde. Also pinker Pfeffer und Vanille. Schauen wir mal. Och nö, jetzt ein bisschen Roller oder wie? Das ist ja blöd. Hätten sie auch als Sprüher machen können, ne? Nörgeln kann die Frau grundsätzlich sehr gut. Ich roll den jetzt. Erstmal ist halt nur so sehr, sehr parfümig, sehr, sehr alkoholisch der Duft, ne? Dann wird es ein bisschen sanfter. Jetzt wird es süßer. Und es wird süßer und süßer. Aber sehr, sehr dezent vom Duft her. Das ist jetzt nicht ein Duft, der dich anspringen wird. Finde ich die Applikationsform ein bisschen schwierig, aber naja, wir haben es hier mit drin und der Duft ist halt sehr gefällig, würde ich sagen. Einen Tag vor Heiligabend haben wir den 23. Dezember und da meint der Adventskalender, dass wir uns eincremen dürfen, und zwar die Hände. The Lagoon Leilani Regenerating Hand Cream mit Ylang Ylang und Tiare-Blüte. Und da sind 30 Milliliter drin. Ich mag Handcreme und ich mag diese Duftrichtung sehr gerne. Siehst du, das riecht intensiver als das Parfum. Das ist natürlich hart, ne?
Ich glaube, uns ist allen bewusst, dass wir am 24. Dezember eine Mascara drin haben. Die Frage ist nur, welche? Die haben jetzt ja schon bei den anderen Adventskalendern auch mal andere reingemacht, also unterschiedliche. Mal schauen, ob hier auch eine andere drin ist. Tatsache, Leute. Fake It Baby False Lashes 12 Hours Long Lasting Mascara mit 12 Milliliter in der Originalgröße. Da blende ich euch mal das Bürstchen an. Ich habe die anderen alle aufgemacht, jetzt blende ich euch das Bürstchen hier mal mit rein. Ne? Hört sich auf jeden Fall sehr vielversprechend an und auch so ein ganz kleines bisschen angelehnt an eine, die man vielleicht schon so kennt. Mal schauen, ob das Bürstchen ähnlich aussieht. Aber das finde ich immer schön, dass man halt als Highlight hier halt auch wirklich noch eine Mascara drin hat in der Originalgröße. Das gefällt mir. Aber ansonsten, Leute, findet ihr, dass der Adventskalender seinem Namen Folge leistet oder gerecht wird? Also aufgrund der Verpackung finde ich ihn sehr luxuriös. Ja, aber ich finde ihn jetzt nicht als den Luxury-Adventskalender. Da hätten sie vielleicht ein paar größere Sachen, ein paar andere Sachen mit reinmachen können. Weiß ich nicht. Also zum Beispiel haben die hier ja auch gar keinen Highlighter mit reingemacht. Das hätte man vielleicht machen können. Den fand ich nämlich bei dem anderen viel besser als den Blush. Dann hätten sie auch meiner Meinung nach hier keine Füllprodukte drin haben sollen, wobei man auch nicht vergessen darf, dass der 44,95 und nicht 144,95 kostet. Ich finde auch, dass der schön gestaltet ist. Du hast eigentlich auch ziemlich viele Produkte für ein komplettes Schminki und für so ein bisschen Pflege auch mit dabei, ne? Aber ihn dann Luxury zu nennen, finde ich schon so ein bisschen übertrieben. Ich weiß nicht. Also ich finde schon, dass der Adventskalender von denen, die ich von Douglas ausgepackt habe, auch eigentlich schon der beste ist. Ne? Also das passt definitiv. Aber Luxury ist er nicht. Schön ist er. Das auf jeden Fall. Aber die können ihn ja nicht der Schöne nennen. Ich glaube, das wäre ein bisschen komisch. Ne? Aber ich würde sagen, wenn man einen Adventskalender sucht, wo man sowohl Make-up als auch Pflege drin hat, ist der gar nicht so verkehrt. Ich persönlich finde, dass diese Douglas Naturals Produkte nicht hätten drin sein müssen. Man hätte dafür vielleicht andere Sachen in einer größeren Größe reinmachen können. Aber na, jeder so wie er meint. Und wie gesagt, das mit den Füllprodukten hätte, glaube ich, auch nicht unbedingt sein sollen, oder? Schreibt mir aber gerne eure Meinung mal in die Kommentare. Wir können uns gerne drüber austauschen. Der Duft kommt jetzt ein bisschen blumiger rüber. Ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung, wie gesagt, in die Kommentare. Wir können uns gerne mal austauschen über den Adventskalender-Inhalt. Und wenn es dir hier gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.